Übungsannahme ist heute hier im Bereich vom Schlosshotel Monrepos. Alarmierungszeit war gegen 18.30 Uhr. Angenommen war ein Brandmeldealarm hier im Kellereibetrieb vom Schlosshotel Monrepos. Die erste eintreffenden Kräfte, der erste Löschzug vor Ort, hatte folgende Feststellung. Wir hatten einen LKW, einen Liefer-LKW in Vollbrand. Das Feuer hatte bereits auf einen Smart übergegriffen, der ebenfalls im Vollbrand stand. Und das Feuer hat gänzlich noch auf das Gebäude übergegriffen, auf den linken Bereich, den Bereich, den Kellereibetrieb. Aktuell ist die Feuerwehr Ludwigsburg mit 11 Fahrzeugen und 70 Mann vor Ort. Wir haben das Einsatzstichwort erhöht. Wir haben Unterstützung von der Freiwilligen Feuerwehr Freiberg am Neckar bekommen. Und die Wasserforderungskomponente von der Feuerwehr Ludwigsburg ist ebenfalls an der Einsatzstelle. Aktuell haben wir 8 Löschrohre im Einsatz. Und wie Sie im Hintergrund sehen, über die Drehleiter ebenfalls ein Wenderohr. Somit laufen aktuell die Brandbekämpfungsmaßnahmen und die Riegelstellung. Einmal zu dem Schutz von dem Bürotrakt nebenan und im rückwärtigen Bereich zum Schutz von dem Golfclub. Die Wasserforderung über lange Wegstrecken haben wir in dem Fall aus zwei Bereichen gemacht. Einmal über den See, den Monrepos selber. Die Leitung stand nach 25 Minuten. Zum Zweiten hatten wir aus dem Gründelbach eine Wasserversorgung aus dem offenen Gewässer, die stand nach ca. 20 Minuten. In der Erstphase haben wir das Wasser von dem Fahrzeugtank genommen, haben dann aber relativ schnell auf das vorhandene Hydrantennetz zurückgegriffen. Hier haben wir zwei Hydranten, wobei wir da relativ schnell merken, dass wir dann an unsere Grenzen kommen. Daher auch die Wasserversorgung über lange Wegstrecken. Wir haben gerade als Übungsszenario nochmal erhöht. Das heißt, wir haben versucht, maximale Wasserförderungskapazität zu erreichen. Dass wir einfach sehen, was wir hier aktuell zu erreichen können. Danach werden wir den Einsatz oder die Übung beenden.